Nehmt euch etwas Zeit, dann erzähle ich euch allen die Geschichte vom Riff. Die wird euch gefallen. Was für herrliche Farben das Korallenreich hat. Doch das steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Geschichte beginnt nicht im sauberen Wasser. Hier ist alles ganz schmutzig und die Farben sind blasser. Was hier mit der Strömung im Wasser rumschwimmt, ist wie das Zeug, das beim Niesen aus der Nase dir rinnt. In dieser Jauche, weit weg von unserem Riff, lebt ein fröhlicher, hochbegabter Fisch. Abenteuer und Romantik warten auf ihn. Doch danach steht ihm im Moment noch gar nicht der Sinn. So rettet eines Tages das gefährdete Riff dieser kleine, quirlige Happy Fish. Ich habe nichts gegen deine Stiefschwester Perla, außer dass sie verrückt ist. Aber das heißt nicht, dass ich neben ihr wohnen will. Aber Sigi, am Riff ist es sicher. Dort wird nicht gefischt, das Wasser ist sauber. Aber Liebling, ich liebe Boss. Was findest du so toll hier? Die gefährlichen Netze, die Abwasserjauche, den Industriemüll? Das kann eine nur abhärten. Ich bitte dich, in dir ist so viel Quecksilber. Wenn wir bei unserem jungen Fieber messen wollen, müssen wir ihm nur deine Schwanzflosse in den Mund stecken. Jetzt übertreibst du aber. Das Wasser hier ist sauber und absolut ungefährlich. Grüß dich, Sigi. Morgen, Bob. Liebling. Und wenn Ben später auch mal drei Augen hat? Cool! Na schön, aber hier steppt der Hecht, hier ist was los. Im Hafen von Boston kann Ben Fische aus der ganzen Welt treffen. Oh, wie die Ballermann-Lachse, was für eine tolle Fischbande. Sie reden andauernd davon, dass sie es kaum erwarten können, den Fluss raufzuschwimmen, um zu L-A-I-C-H-E-N. Leichen! Hab ich dir nicht verboten, solche Ausdrücke zu sagen? Ach, Entschuldigung. Oh, du wirst so schnell erwachsen. Geh spielen, dein Vater und ich müssen etwas besprechen. Na schön. Aber schwimm nicht zu weit. Sigi. Hey. Oh, hallo. Hallo, dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich schwimm hier nur vorbei. Wir ziehen um. Du hast Glück, ich würde auch gerne von hier wegziehen. Aber wir sind immer nur hier. Du bist ein Delfin, stimmt's? Ich bin ein Schweinswal. Wieso hält mich jeder für einen Delfin? Komm, Percy, wir müssen los. Oh, hallo, Mama. Das hier ist, Ben, wo steckst du? Oh, das ist meine Mama. Ich muss nach Hause. War nett, dich kennenzulernen. Ich habe ein Schweinswal kennengelernt. Ben, habe ich dir nicht verboten, mit Fremden zu sprechen? Man muss auf der Hut sein, Söhnchen. Hier unten gibt's ein paar verrückte Fischlinge. Ich kann dir sagen, du würdest nicht glauben, was sich hier alles rumtreiben tut. Bob, misch dich nicht ein. Hey, pass doch auf! Was soll die Eile? Da ist ein Netz! Ein Netz? Weg hier! Was machen wir jetzt, Sigi? Abhauen! Schwimmt so schnell ihr könnt! Was ist denn los? Schwimm schneller, Ben! Schnell, schnell, das Netz! Dad! Schwimm! Wir müssen Ben hier rauskriegen, bevor sie... Sie ziehen es hoch! Ben! Versuch dich durchzudrängen! Was ist mit euch? Wir folgen dir, beeil dich! Los, Sigi, drück ihn raus! Ja, ich hab's geschafft und jetzt ihr! Mama, Papa! Bitte halten Sie ihn vom Netz fern! Hey, lass mich los, ich muss ihn helfen! Ben, schnell, schwimm zum Riff, such deine Tante Perla! Nein, ich kann nicht, ihr müsst doch mitkommen! Versprich es mir, Ben, versprich mir, dass du zum Riff schwimmst! Mama! Mit zum Riff, Ben. Aber ich kann hier nicht weg. Was ist, wenn die zurückkommen und ich nicht hier bin? Dann finden sie mich doch nicht. Es tut mir leid, Ben. Aber wen das Netz einmal erwischt hat, der kommt nie wieder zurück. Mami, Papi. Thank you.
los, komm, Ben! Du bist dran! Juhu! Ben, das kannst du auch. Wow, cool. Hey, hallo, Großer. Kommt zu Papa, kleine Fischchen. Es tut nicht weh, wenn ich euch fresse. Peter Pelikan verschlingt euch ganz. Hey, hast du ein Ding an der Glocke? Fischrüpel! Hey! Ben, das war spitzenmäßig. Und du willst wirklich nicht mit uns mitkommen? Würde ich echt gern, Percy, aber... ich hab's Mama versprochen. Du bist ein guter Junge. Folge den Steinen. Sie führen dich direkt zum Riff. Ich werde dich nie vergessen, Mama. Na dann, hau rein, Percy. Wir sehen uns wieder. Ein 17 Meter langer Fischkutter und die benutzten einen dreizackigen, auf 20 Kilo geprüften Titanstahlhaken. 3 Stunden lang habe ich sie auf Trab gehalten, dann riss die Schnur und sie fuhren weiter. Ein 17 Meter langer Fischkutter? Das ist doch Anglerlatein, Marlin. Je öfter er die Geschichte erzählt, desto seriöser wird der Kutter. Entschuldigung. Was ist los mit dir, Jung? Hast du dich verschwommen? Was ist? Was hat er gesagt? Er hat sich verschwommen. Bist du taub, Marlin? Ich bin auf der Suche nach meiner Tante Perla. Wieso? Was für Kerle? Nein, nicht doch Perla. Er sucht die durchgeknallte Dame. Oh je, komm her. Sie lebt da unten, Chico. Danke, Jungs. Ja, ja, oui, oui, zeig's mir. Komm, gib alles. Oui, oui, komm, gib alles. Oh, oui, 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 du bist doch die Beste. Oh, gleich nochmal, gleich nochmal, gleich nochmal, ja. Oh, oui, 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 oui. Oh, très magnifique. Wer ist das? Wer das ist? Das ist Cordelia, Alter. Auf welchem Seestern lebst du denn? Ich bin neu hier in der Stadt. Ah. Willkommen in der Gegend, Alter. Kannst du noch ein bisschen wedeln? Oh, oui, 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 geschmeidig. Wie Audrey Hepburn, nur 1000 Mal besser. Du hast mehr Schuppen. Oh. Was für eine Schönheit. Oh ja, sie ist ein Supermodel. Sie war auf der Titelseite von National Geographic.
Gleich zweimal. Sieh nicht her, sieh ja nicht her. Ignoriere mich, lass mich links liegen. Gib sie her, sieh mich an, sieh mich an. Ich muss sie kennenlernen. Hey, du Grünkiemer, hör auf meinen Rat und lass die Flossen von ihr. No. Du hast meine Aufnahme ruiniert, du Flegel! Kann niemand dieses schaulustige Gesindel von meinem Set fernhalten? Ist das so viel verlangt? Entschuldige. Tut mir leid. Das ist deine Schokoladenseite. Was für ein Tag. Schluss, das war's für heute. Das war nicht deine Schuld, ma chère. Du warst umwerfend, so wie immer. Danke, Max. Au revoir. Bis bald. Hey, ich könnte mir selbst die Schuppen ziehen. Ich wollte dein Fotoshooting nicht vermasseln. Ist halb so schlimm. Die kommen wieder. Oh, cool. Cool. Also, ich bin Ben. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Ach, was du nicht sagst. Ja, ich bin aus Boston hierher geschwommen. Aus Boston? Ist ein Ende weg. Tja, weißt du, ich bin ziemlich stark für meine Größe. Sieh dir meine Muckis an. Hey! Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Au! Kein Grund, stinkig zu werden. Süß und witzig. Wie war gleich nochmal dein Name? Ben. Na dann, Ben, aus dem Boston. Willkommen am Riff. Oh Mann, Alter, die hat echt mit dir gesprochen. Das ist das absolut Schärfste, was ich je gesehen hab. Cordelia, pass auf! Nein, nicht! Der Typ ist ein Hai! Na, Nüchen, kuscheln? Hilfe! Hilfe! Oh, viele Danke. Die ganze Tag mit den Bauchern nach oben. Sehr unbequem für die Bandscheibe. Oh! Igitt, du schmeckst ja nach Thunfisch. Du bist, was du isst. Du bist widerlich, Troy. Warum lässt du mich nicht allein? Aber du bist doch allein, Schnuckelkieme. Du hast keine Familie, niemanden, der dich vor den Gefahren der Tiefe beschützt. Die einzige Gefahr hier bist du. Das ist erst recht ein Grund, sich mit mir gut zu stellen. Du brauchst jemanden, der auf dich aufpasst, Schnucki. Ich brauche keinen tyrannischen Fiesling mit Thunfischmundgeruch. Verzieh dich! Ben. Was, hast du genuschelt? Blöde Frage. Lass sie in Ruhe. Ach, und wenn ich's nicht mache, was dann? Dann werde ich... Ich weiß, was du wirst, Freundchen. Du wirst, einen kleinen Ausflug in mein Verdauungssystem machen. Du bist fett geworden, Bläuling. Früher war es leichter, dich in das Loch zu stoppen. Entweder wir suchen uns ein größeres Loch oder einen dünneren Schwachkopf. Igitt, ey. Der hat doch tatsächlich einen abgeblubbert. Voll Deibel. Das ist ja widerlich. Was für eine Schweinerei. Bloß weg hier. Niemals, ich stecke seine Nase in meine andere Gehäuse. Ich könnte selbst in meine Nase bohren. Vergiss ihn. Er redet wirres Zeug. Ja. Das passiert schon mal, wenn ein Hohlkopf eine geklatscht bekommt. Oh, hey. Du bist ein Feigling. Du kommst nur zum Riff, weil wir kleiner sind als du, Troy. Warum versuchst du es nicht im offenen Meer, wo die Fische so groß sind wie du? Ich habe eine Schwäche für zuckersüße Schnuckelfische wie dich, Cordelchen. Aber treib's nicht zu weit, ich bin Troy. Oh Gott, Wilson! Wer ist der Hai, der gefährlich ist und frei? Troy! Wer ist schneller als ein heller Blitz und gegen wen sind alle anderen nur ein Witz? Troy! Wer kriegt den Applaus, macht dem Gegner den Gar aus? Wer ist immer und überall mit dabei? Selbst die Hummerscheren sind ihm einerlei! Troy! Hey, das bin ja ich! Ich komm wieder, wenn du aufgehört hast, Mami für den kleinen Snack zu spielen. Vamonos! Der hat dir aber einen Satz heißer Ohren verpasst. Aha. Verprügelt, verdroschen, kalt gemacht, gelünscht, abgemurkst, platt gemacht, gekillt, vernichtet. Das war nicht gerade sehr clever von dir. Er hat mich gehauen, als ich gerade weggeguckt habe. Es gibt nur eine Gefahr hier im Riff und das ist Troy. Er macht, was er will. Geh nach Hause, kümmere dich um deine Sachen. Cordelia. Troy ist mein Problem. Und ich möchte nicht, dass jemand meinetwegen verletzt wird. Aber...
echt viel für den ersten Tag, Alter. Ja. Hör zu, ich muss meine Tante Perla finden. Sie soll so eine komische New-Age-Wahrsagerin sein. Ach. Ein bisschen plemplem. Hm? Du weißt schon, Gaga. Durchgeknallt, verrückt. Du kennst sie wohl nicht zufällig? Doch, Alter. Sie ist meine Mama. Ich kann es sehen, ja. Ach du dicke Alge, das sieht ja gar nicht gut aus. Was siehst du? Werden meine Träume wahr? Nun, das kommt darauf an. Worauf? Falls du davon träumst, auf einer Spüle neben einer Flasche Spülmittel zu liegen. Kann nicht sein. Mein Cousin ist ein Promischwamm. Er hat schon ein paar der berühmtesten Hintern der Gegend abgeschrubbt. Und er hat eine eigene Fernsehserie. Nein! Verflucht seist du erbarmungsloses Schicksal. Au! Schwämme, sie sind immer so emotional. Wenigstens muss er nicht den ganzen Tag an der Muschel rumlutschen, damit du gut aussiehst, nicht wahr? Hör auf rumzujammern. Alter. Dilly. Oh, Ben, da bist du ja endlich. Du wusstest, dass ich... Natürlich, Schätzchen. Beim Meditieren hat mein Astralkörper eine transzendente Verbindung mit niemand Geringerem als dem Geist der Meere aufgebaut. Der offenbarte mir eine Vision von deiner Ankunft. Und zufällig hat die Schweinswolle auf der Wanderschaft erzählt, dass du auf dem Weg hierher bist. Dann weißt du, was mit meinen Eltern passiert ist. Ach, Ben, es tut mir so leid. Aber ich denke, jetzt sind sie an einem schöneren Ort. Ja, in einer Sushi-Bar. Klappe, Seestern! Nicht hauen! Am Riff erwartet dich ein besseres Schicksal. Gib mir deine Flosse, ich sag dir deine Zukunft voraus. Ach, du dicke Kima. Wow! Mal sehen, was im zweiten Kapitel steht. Hey, ich kann das Ende kaum erwarten. Oh nein, jetzt kommt die Rückenflossennummer. Ich glaube nicht an Hokuspokus. Aber Ben, der Glaube versetzt Berge. Das Riff ist ein Ort, an dem Träume wahr werden. Nur nicht, wenn man ein Schwamm ist. Oder ein Seestern. Weißt du, Ben, das Riff ist ein Paradies. Du kannst schwimmen, wohin du willst. Alphabet. Aber halt dich von dem Wrack fern, da spuken tote Piraten. Cool. Und das Wichtigste ist, wir schwimmen niemals, nie im Leben nicht zum flachen Grund. Was ist der flache Grund? Ein Ort, zu dem wir nie schwimmen. Oh, Mama, du willst ja nicht etwa so aufgebrezelt aus dem Haus gehen. Ich umgebe mich gern mit Stars und Sternchen. Außerdem wirke ich dadurch größer und das lenkt von meiner winzigen Schwanzflosse ab. Ich brauche ein paar Minuten, um mich frisch zu machen. Immerhin ab 5 Achsel, hello. Immer langsam mit den jungen Seepferdchen. Ist das Ricky Marlin? Nein, Mutter, ist er nicht. Nicht? Schade. Aber er sieht so aus. Oh, Hallöchen, Dr. Tang. Oh. Er ist ein berühmter Schuppenchirurg. Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich mich immer so aufziegle. Man weiß nie, wie man begegnet. Ach, du dicke Kima. Jo! Na, was sagst du, Spatzel? Na, das passt nicht zu der Bierdosen. Ich finde, das muss ein bisschen nach links. Ach, du störst meine kreativen Kreise. Schau dir das Bling-Bling von unserer Diva an. Oh, hallo, ihr Süßen. Die Männer jagen die Perla in Deckung. Du siehst voll scharf aus, Popeye. Also dich würde ich auch nicht von meiner Bettkante stoßen, Pappy. Und mein hat auch nicht. Red weiter. Bei allen Miesmuscheln, ich komme zu spät zu meinem Heilkristallseminar in der Seeteufelhölle. Also, Dilly, du stellst Ben allen hier vor. Haben wir uns verstanden? Ja, Mutti. Danke, mein Süßer. Keine EZIDÖ, schon vergessen? EZIDÖ? Elterliche Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Verzeihung, Sir. Bei mir geht das klar. Alter, das war total peinlich. Du kannst nicht mit mir abhängen, wenn du so ein Schwächling bist. Wie viel Schwäche darf man denn zeigen? Du darfst nicht mehr als 30% von einem Schwächling haben und 50% von einem Idioten. Hey, was ist das? Das ist das alte Piratenschiff. Coole Sache, los, komm! Oh nein, auf keinen Fall. Das kannst du knicken. Da dürfen wir nicht hin. Alter, Mann, sperr doch mal die Lausche auf! Hast du etwa Schiss vor Geistern? Nein! Ich hab vor nichts und niemandem Schiss! Aber da drin wohnt eine total gruselige, verrückte Schildkröte, Alter. Eine gruselige Schildkröte? Nein, ja. Nein, ein Zauberschildkröterich, Meister. Und er kann Besucher auf den Tod nicht ausstehen. Alter! Ach, du dicke Kima. Okay, können wir jetzt bitte verschwinden? Bitte! Das ist er, siehst du? Das ist Yogi-Tee.
kriegen mich keine 10 Seepferde mehr hin. Und, Alter, wirst du dich mit Cordelia verabreden? Nein, sie wird sich mit mir verabreden. Hey, Bro, das ist mein voller Ernst. Ich glaube, sie steht voll auf dich, echt? Sie hält mich für einen Idioten. Das stimmt. Aber vielleicht steht sie auf Idioten. Das ist so, als hätte man einen Freund und ein Haustier zur gleichen Zeit. Habt ihr hier öfter Probleme mit Haifischen? Naja, für die meisten Haie ist es hier am Riff zu flach, aber Troy ist die Ausnahme. Yippie, das macht Spaß. Er und seine Kumpels. Warum? Oh, weil er auf Cordelia abfährt, Alter. Kapierst du gar nichts? Seine Kumpels kommen nur, um meinen Kopf in ein Hummerloch zu stopfen. Und der popelt mir dann in der Nase rum. Oh, oh. Was ist denn? Das ist der flache Grund. Das ist das offene Meer. Warum habt ihr solche Angst davor? Ich hab keine Angst! Aber wir sind außerhalb des Naturschutzgebietes. Kapische, und hier kommen die Menschen her mit ihren Netzen und ihren Haken und ihren scharfen Sachen. Oh. Das Netz! Ach, du dicke Kieme! Hau rein, Alter! Dilly? Dilly! Dilly! Mit dir passiert, kleiner Freund? Alles in Ordnung? Cordelia! Keine Panik! Was ist das? Hast du noch nie einen Köder gesehen? Natürlich nicht. Am Riff ist Fischen ja verboten. Den muss die Strömung hergetragen haben. Was mache ich denn jetzt? Keine Sorge. Wir suchen jemanden, der uns helfen kann. Wir brauchen dringend Hilfe! Das ist Cordelia. Sieht nach einem Notfeuer aus. Sieh mal hier. Oh, Popol, was hast du wieder angestellt? Dieser Kiez heutzutage mit ihren Extremsportorten und ihren Piercings. Leute, das war ein Unfall. Ich dachte, ein kleiner Fisch wäre in Not. Schau mal hier, Schatzel. Also, diese Ähnlichkeit. Schaut aus wie ein Ei, den ich damals in San Francisco kennengelernt habe. Das war vielleicht eine heiße Nacht. Oh nein, nicht schon wieder diese Geschichte. Kannst du das Ding entfernen? Absolutamente. Aber du musst mir dabei helfen. Ich? Okay, leg die nieder, als ob du eine Pediküre kriegen würdest. Und jetzt machst du Folgendes. Nimm ihre Flosse, halt sie fest. Und du, Süße, ich möchte, dass du ihm in die Augen schaust, okay? Schön, also das wird nicht wehtun. Mir nicht. Willst du ein tapferes, großes Fischerl sein? Ja, ich will. Ja, ich auch. Ach, wie entzückt. Geschafft! Wie fühlst du dich? Ganz gut, glaube ich. Ehrlich gesagt hatte ich Riesenangst, aber... Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte, Ben. Was hat dich hierher verschlagen? Naja, ein Versprechen. Oder vielleicht war es auch Schicksal. Heute Abend gibt's eine Vorstellung im Amphitheater. Eigentlich wollte ich nicht hingehen, aber, ich dachte, wenn du mitkommen würdest? Ding-dang! Wir haben sie. Haben und besitzen unterschiedliche Dinge, die sind. Verzieh dich, sonst machen wir Suppe aus dir. Du hast ein Date mit Cordelia, bist ein echt krasser Checkerfisch. Hör auf zu grüllen, Fisch Sinatra. Hey, wo warst du? Ich hab mich versteckt. Vor wem? Tintenfischmafia. Sie versuchen gerade, sich Yogi Tees blaue Perle unter die Flosse zu reißen. Ach, na dann komm. Alter! Ach, du dicker Klima. Zwar kein Wahrsager, ich bin, aber drei Dinge vorhersagen, ich kann, die passieren, nicht werden. Niemand wehtun mir wird, ich nicht von hier verschwinden werde. Und ihr drei werdet mit dieser Perle nicht von hier abhauen. Wir müssen was unternehmen. Alter, einmal am Tag verdroschen zu werden, reicht wohl nicht. Die sind zu dritt. Auf ihn! Na los, Jungs! Du bist. Ja,
Nicht gewinnen, du kannst. Gib auf. Die Macht, mein Verbündeter ist und ein mächtiger Verbündeter. So, Schildkröte! Guten Appetit. Die Köpfe so groß und die Gehirne so klein. Wow. Schildkröten, krass. Oh, Abflug. Die alte Schildkröte ist unglaublich. Redest du etwa von Yogi-T? Was war los? Yogi-T hat ein paar Tintenfische rund gemacht. Er war hammermäßig. Na claro, deshalb nennen sie ihn El Macho Tortuga. Er hat coole Moves drauf für einen alten Sack. Sorry, ihr seid ja auch alte Säcke. Hä? Ihr sagte alter Sack. Ich hab nicht gekackt. Warum beschuldigst du nicht Antonio? Der lässt mehr Blasen raus als ein Tiefseetaucher. Was hast du gesagt, Hombre? Augenblick mal, was hast du gesagt? Das reicht, viejo loco. Deine Beleidigungen stehen mir bis zu den Kiemen. En garde! Oi, pardon. En garde! Geist der sieben Meere, wir bitten dich, hilf uns, Kontakt mit Onkel Phil aufzunehmen. Er wurde zuletzt gesehen, Ich höre nicht zu. Was soll das, Dilly? Hast du denn nicht gesehen, was da unten los war? Meine Mama mit ihrem ganzen Voodoo-Zauber-Hokuspokus. Ich sag dir, diese Sitzungen sind sowas von peinlich. Naja, wahrscheinlich hast du recht. Gruselos nach Hause zu kommen und la 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 zu singen, ist wirklich viel würdevoller. Was ist das für ein Ding, in das deine Mutter reinstarrt? Oh, das ist die Perle, die mein Vater ihr geschenkt hat. Du kennst doch das alte Sprichwort. Schenk deiner Perle eine Perle. Warum sollte man einem Mädchen eine Perle schenken? Ganz einfach. Wenn sie annimmt, heißt das, ihr bleibt für immer zusammen. Jedenfalls denkt meine Mutter, das ist eine Zauberperle. Hey, genau das wollten die Tintenfische auch von Yogi-T stehlen. Eine Perle. Glaubst du, er will ein Mädchen fragen, ob sie ihn heiraten will? Pfui, Seespinne, nie im Leben, Alter. Er hat ungefähr 200 Jahre auf dem Buckel. Das ist ja ekelhaft. Hi. Hallo. Voilà und Showtime! Herzlich willkommen im Amphitheater! Wir präsentieren heute den berühmtesten Piraten-Abenteurer der Karibik. Er wird uns heute Abend von seinen Begegnungen mit den furchtbarsten Geschöpfen des Meeres erzählen. Ladies und Gentlefische, Applaus für Shakespeare und seine Background-Garnelen, die Scampis! Abgefahren. Ich kenne unglaubliche Geschichten, da stockt euch garantiert der Atem. Ich lasse euch nicht länger warten und will gleich starten. Ich weiß, welches Abenteuer euch am meisten gefällt. Es ist der blutrünstigste und gewaltigste Kampf der gesamten Welt. Und ich bin selbstredend der heldenhafte Held. Ihr begegnet einer Kreatur, die macht jeden platt. Das abscheulichste Seeungeheuer, das man je gesehen hat. Es hatte zwei Mäuler, ich schwöre euch. Es ist wahr. Es hatte zwei Köpfe und sah aus wie ein Riesen-BH. Ich stellte mich ihm in den Weg und suchte nicht das Weite. Ich wehrte seine Angriffe ab und das ist die Wahrheit, Leute. Glaubt nicht, ich hätte den Kampf verloren. Also nehmt eure Flossen und entfernt das Schmalz aus euren Ohren. Denn ohne Ohren Schmalz hört man viel besser. Drum nehmt eure Flossen oder notfalls ein Messer. Dieser Seestörenfried war so groß wie ein Tanker. Was hast du gemacht? Ich brachte ihn zum Kentern und dann versank er. Und dann war's vollbracht? Ganz und gar nicht, er war kräftig und stark wie ein Anker. Ich legte das Vieh übers Knie und alle waren mir dankbar. Oh, was für ein Anblick! Und als alles vorbei war, bedankte ich mich, denn ich bin gut erzogen und höflich.
Na, wer es glaubt, der Typ lässt sich auf wie ein Kugelfisch. Ihr wollt mir nicht glauben? Dann sag ich euch was. Manches ist anders, als es scheint. Merkt euch das. Mein Schnurrbart ist zwar riesig und mein Hinterteil wiegt eine Tonne. Mein Po ist so gewaltig, der verdunkelt die Sonne. Manche was Kinder kriegen Angst und manche kreischen vor Wonne. Ihr macht mich ja zum Gespött der Leute. So ein steckgefüllter Po ist bestimmt eine Qual. Er ist doch viel größer als der Buckel von einem Wal. Mon Dieu, oh je. Oh nein, fangt an zu spielen. Schmeiß den Riemen auf die Orgel. Oh, hey, nicht schon du wieder. Bist riesig. Hey Shakespeare, du bist riesig. Hey Shakespeare, du bist riesig. Hey Shakespeare, vielen Dank. Du bist riesig. Oh, ich halte euch. Das war ja eine unglaubliche Geschichte. Es ist schon spät. Ich gehe wohl besser. Hast du Ich meine, geh nicht. Noch nicht. Naja, ich... Hey, warst du schon mal in der Oberfläche? Nein. Dann komm! Siehst du das Sternbild da oben? Das ist der große Wagen. Und das da ist der kleine Wagen. Das ist unglaublich schön. Das da oben ist der Löwe und gleich daneben die Zwillinge. Und siehst du das da drüben? Ja. Das sind wir. Aha. Das Sternbild nennt man Fische. Das heißt, das sind wir beide, du und ich. Wie romantisch. Lass uns abtauchen! Schneller, Cordelia! Jetzt mach dich frisch, Fisch! Hallöchen! Lass mich allein, Ben! Vergiss es! Nein! Lass ihn in Ruhe! Jetzt bin ich doch einigermaßen verwirrt, Baby. Ich dachte, du wolltest in Ruhe gelassen werden, aber jetzt sehe ich dich mit diesem Stockfisch herumschwimmen. Was ich tue und lasse, geht dich nichts an. Ich gehöre dir nicht, Troy. Ich bin ein Tigerhai, Baby. Mir gehört alles, was ich mir nehme. Und ich nehme mir immer das, was ich will. Troy! Darf ich ihn fressen, bitte, ja? Ene, Mene... Mopel. Troy! Ach, was soll's? Warum ist nicht jeder von euch die Hälfte? Nein! Ja. Wenn du ihm das erlaubst, werde ich dir das niemals verzeihen. Verzeihung? Ich pfeife auf deine stinkende Verzeihung. Bitte, bitte. Wenn du ihm nichts tust, mache ich alles, was du willst. Meinst du mit alles? Echt alles? Wenn du Ben in Ruhe lässt und versprichst, nie wieder zum Riff zu kommen, dann werde ich... Ich werde... Ja? ...deine Perle annehmen. Nein! Hey. Lass den kleinen Stockfisch schwimmen. Wasser. Cordelia, das kannst du nicht machen. Beim nächsten Vollmond bin ich wieder zurück. Warte, bis du die Perle siehst, die ich dir mitbringen werde, Schnuckelchen. Dann wirst du deine Meinung über mich garantiert ändern. Abflug! Also, wenn ich wieder zurückkomme, Baby, dann sei bereit. Jungs, wir haben noch 30 Tage, um tierisch einen loszumachen. Ja, Soggy. Wer ist ein heißer Typ und der schärfste von allen? Troy. Ben. Vor wem fürchten sich sogar Feuerqualm? Troy. Ach, Ben. Den Kodex des Meeres du kennst. Am Riff niemanden so liegen lassen man darf. Oh, mein Kopf platzt. Zu übermütig du bist. Wenn du so weitermachst, dein Schicksal bald besiegelt ist. Wie komme ich denn hier rein? Der rosa Fisch dich vor meine Tür gelegt hat. Eine hübsche Freundin du hast. Cordelia, geht's ihr gut? Ja, aber in großer Sorge sie um dich ist. Ich habe sie nach Hause geschickt. Ich muss sie aufhalten. Sie darf Troys Perle nicht annehmen. Es tut mir leid, aber Alternativen ich keine für sie sehe. Dann werde ich Troy aufhalten. Einen Tigerhai aufhalten, mit einem Biss er dich verschlingt. Ja, du hast recht. Eine hübsche Frau vor einem Tigerhai zu retten ist nicht leicht. Hilfe du brauchen wirst. Wie wär's mit dir? Nein, Kleiner, zu alt ich dafür bin. Man sagt, du wärst der Zauberer. Ach, das man sagt? Ja,
Und wie du die Tintenfische geschlagen hast, das war der absolute Hammer. 3 auf 1 Streich. Willst du mir nicht gegen Troy helfen? Dir helfen, das kann ich nicht. Bitte, warst du denn noch niemals verliebt? Tut mir leid. Hey, Jung, was machst du denn so ein bedeppertes Gesicht? Garantiert wegen einer Chica. Was für ein Tiger? Genau das ist mein Problem. Ich bin verrückt nach Cordelia, aber sie wird Troys Perle annehmen. Dieser Troy ist ein Quergeist. Also, zu meiner Zeit wussten wir, wie man mit solchen Deppen umgeht. Ei, Caramba, du hast doch noch nie gegen einen Hai gekämpft, Marlin. 1971 habe ich's mit einem 7 Meter langen Hammerhai aufgenommen. Wirklich? Ja. Ich hab ihn in den Po gepiekst. Dahin, wo die Sonne nie scheint. Der wird mich nie vergessen, das kann ich dir flüstern. Glaub ihm kein Wort. Der schwerhörige Alte tickt nicht richtig, Chico. Du hältst mich für verrückt? Willst du meine Glaubwürdigkeit in Frage stellen? Ich sag's dir zum 10. Mal heute. Sieh! Stell die Fassen auf, Duell! Hunger! Hey, helft ihr mir gegen Troy zu kämpfen? Nimm den Seetank aus dem Mund, Söhnchen, sprich lauter! Er will, dass wir gegen den Kaihämpfen-Hai kämpfen. Nein, pardon, mein Rücken tut mir weh. Diese Grätenschmerzen bringen mich noch um. Ich sage dir ganz offen, wir haben unsere besten Jahre hinter uns. Gelinde gesprochen, wir sind alt und schwach, geradezu greisenhaft. Wir sind schon fast im Jenseits. Hör zu! Kämpfen ist was für junge Leute. Du brauchst jemanden, der ein bisschen mehr Schwung in den Flossen hat, wenn du verstehst, was ich meine. Jemand, der robuster ist und sportlicher als wir hier. Shakespeare? Was ist mit Shakespeare? Ja, genau, jemanden wie Shakespeare. Shakespeare? Ach, naja, was hab ich schon zu verlieren? Hab ich euch schon von den Zeiten erzählt, als ich Willi befreit hab? Ein Caramba. Ich möchte eine kleine Veränderung in unserer Nummer. Ich wünsche, dass in Zukunft nie wieder mein opulentes Hinterteil erwähnt wird. Ihr werdet seine Form und Größe nie wieder mit einem vollbeladenen Frachter vergleichen. Oder dem Planeten Jupiter und sagt bitte nie wieder Schwabbelbacke. Guten Tag, Shakespeare. Du bist etwas früh dran für die Show, mein Junge. Meine Freundin ist mit einem Hai verlobt. Ein Hai? Wo? Meine Freundin ist mit einem Hai verlobt. Deine Freundin ist mit einem Hai verlobt? Er will sie heiraten, eine heiße Nummer. Er will mir Cordelia wegnehmen. Ich brauche deine Hilfe. Kämpfst du gegen ihn? Du willst, dass ich gegen einen Hai kämpfe? Du hast wohl nicht mehr alle Gräten in der Flosse. Ich dachte, du hättest gegen ein Ungeheuer gekämpft, groß wie ein Öltanker. Wer erzählt denn sowas? Na du, gestern Abend? Ach ja? Jetzt fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Ja, aber das zählt nicht, Jungchen, weil ich gereimt habe. Das nennt man unter Dichtern künstlerische Freiheit. Das heißt, du hast gelogen? Naja, ich hab wegen des dramaturgischen, ich meine dramatischen Effekts vielleicht etwas übertrieben. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich etwas von einem Paddelboot erzählt habe. Lügenbaron. Nimm's dir nicht so zu Herzen. Mädchen gibt's wie Sand am Meer. Was denn? Würdet ihr gegen einen Hai kämpfen? Du bist nur ein dicker Angeber und ein Großmaul. Hey. Ja, heißa. Ich hab das schönste Schnucki vom Riff. Jetzt brauche ich nur noch die schönste Perle. Aber Träulein, eine Perle zu finden könnte Monate dauern. Fischkopf! Wir sind doch keine Schwachköpfe! Wer hat die schönste Perle im Riff? Naja, Yogi-T, der hat eine blaue Perle. Das ist die einzige im ganzen Riff, verstehst du? Perfekt! Schnappt sie euch, bringt sie her und das Problem ist gelöst. Man sagt, dieser Yogi-T ist stark wie Popeye. Willst du mir etwas sagen, dass ihr schwächer seid als eine Schilly-Schalli-Schulli-Schildkröte? Nein, nicht je. Wer kann sich mit jedem Monster messen? Troy. Und wer ist vom rosa Schnuckelchen Cordelia besessen? Troy. Wer wird tun, was ich sage, oder wird gnadenlos von mir gefressen? Wir? So sieht's aus. Was mache ich jetzt bloß? Ben! Du
Du bist der Allerschärfste. Ich bin unwürdig. Billy, was soll der Quatsch? Alter, du bist mein Idol. Jetzt spiel nicht toter Fisch, Mann. Du hattest gestern ein heißes Date mit Cordelia und bist nicht nach Hause gekommen. Aber ganz cool, Mann. Ich hab dich bei Mama gedeckt. Also, Details bitte. Troy hat mich verprügelt und Cordelia hat eingewilligt, seine Perle anzunehmen. Was? Sie hat eingewilligt, seine Perle anzunehmen, wenn er aufhört, mich zu verprügeln. Dann ist die Sache doch nicht gut gelaufen. Nein, nicht wirklich. Deckung! Au! Was soll das, Alter? Alle sagen, die alte Schildkröte ist ein Zaubermeister. Es heißt, dass es in dem Schiffswrack, in dem der Bart sie lebt, spukt. Das klingt gespenstisch. Mann, du alle Pfeife! Du bist eine Schande für alle bösen Raubtiere! Wenn Troy will, dass wir Yogi-Tee die Perle klauen, dann klauen wir Yogi-Tee die Perle. Hast du das geschnallt? Ja, ja, ich bin ja nicht blöd. Darüber lässt sich streiten. Wo geht das denn hier zum Schiffswrack? Ich glaub, da lang. Aua! Falscher Richter im Fischkopf. Puh, das war ein enges Ding. Los, komm, wir müssen Yogi-Tee warnen. Alter! Ach, du dicke Kieme. Alter! Yogi-Tee. Yogi-Tee. Schade, keiner zu Hause. Wir haben es versucht. Ab dafür. Yogi-Tee. Mann, der ist nicht da. Und falls doch, will er nicht gestört werden. Also hauen wir ab. Oh, oh. Ach, du Dicketei. Mann, wen haben wir denn da? Oh nein, nicht die. Lass mich los. Pass auf, Fischkopf. Erst schnappen wir uns die und dann die Perle. Oh. Hey. Gleich setzt einen Satz Kiem. Billy! Das kam von unten, Alter! Los, komm! Bart! Komm schon, Fischkopf! Das gefällt mir nicht! Hör auf zu flennen! Weg hier, machen wir eine flinke Qualle! Nein, Sie dürfen Yogi-Tees Perle nicht stehlen! Ich will nur... Jetzt dreh nicht durch, mir fällt schon was ein! Hey, was war das jetzt? Das war... Keine Ahnung. Beeindruckend. Höchst beeindruckend. Du mutiger bist, als ich dachte. Vielleicht ich dir bei deinem Problem mit Troy ja doch helfen kann. Morgen früh bei Sonnenaufgang deine Ausbildung beginnt. Morgen früh meine Ausbildung? Du willst Ben beibringen, wie man gegen Troy kämpft? Ich ihm werde beibringen, wie man Troy besiegt. Sonnenaufgang, keine Sekunde später. Cool! Ben, ich kann dich nicht gehen lassen. Ich habe mit den Fischgeistern der Unterwelt gesprochen und sie halten das allesamt für eine unglaublich dumme Idee. Du hast gesagt, ich werde am Riff mein Schicksal finden. Und das hab ich. Ich will Cordelia nicht verlieren, so wie ich meine Eltern verloren habe. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Und vielleicht kann ich Cordelia auch nicht retten, aber Tante Perla, ich muss es versuchen. Sicher bereuen ich das werde. So, mein junger Schüler, einen Ausflug durch die Schlucht wir machen. Wenn du durchhältst und zum Schluss noch in einem Stück du bist, dann wir machen weiter. Wenn nicht, deine Reste in der ganzen Schlucht verteilt sein werden. Ich werde durchhalten. So überzeugt du davon bist. Gar nichts. Ich kann doppelt so schnell schwimmen. Es geht nicht darum, was auf gerader Strecke du kannst. Auf die Kurven es ankommt. Das Riff nicht nur ein Ort des Friedens ist, deine beste Waffe es sein kann. Aber um es gegen deine Gegner anwenden zu können, es beherrschen du musst. Die Elchgeweihkoralle scharf wie ein Messer. Mit Glück, du hast sie dir nur einen Hautfetzen abschabt. Wenn Pech du hast, nur deine eigene Mittelgräte du siehst. Die Feuerkoralle. Berühre sie und ein Loch in deiner Flosse ist. Diesen Teil der Schlucht nennt man die Flaschenhalshöhle. Von der dunklen Seite der Macht, er ist erfüllt. Orientierung du hier behalten musst oder stoßen wirst du dich. Behalt diesen Ort in Erinnerung. Später wird darauf zurückkommen. Bis morgen, mehr ich dich heute nicht lehren werde. Wenn wir uns die Perle der verrückten Dame schnappen,
Verzeiht uns Troll vielleicht. Das, was im Wrack passiert ist, hat er doch schon längst. Ist das wahr? Ja, ich hab ihm gesagt, das war deine Schuld. Was? Ja, das stimmt ja gar nicht. Ey, was soll denn das heißen? Du bist vielleicht der Lügner. Klar, ich gelogen. Ich bin ganz böser Fiesling. Na, ich bin auch ein böser Fiesling. Du bist doch nicht böse. Bin ich doch. Also, wenn du böse wärst, wär dir doch egal, ob ich glühe. Also, mir würde das nicht ausmachen, wenn du Lügen über mich erzählst. Aber ich würde keine Lügen über dich erzählen. Das ist es ja. Mhm. Weil du ein Jutfisch bist. Ein bisschen böse bin ich schon. Die Macht scheint stark bei dir zu sein, dass man dir lassen muss. Aber im Vergleich zu Troy bin ich winzig. Und Troy im Vergleich zu mir ist winzig. Größe bedeutet nichts, wenn du lernst, den Ozean zu beherrschen. Wenn das Wasser, du verdichtest, zur Waffe es wird. Was machst du da? Oh, Hilfe, ich krieg einen Drehbomb. Yogi-Tee. Beherrschung, Beherrschung. Lernen musst du, Beherrschung zu üben. Was denn, ein seekranker Fisch? Jetzt gar nichts mehr mich wundert. Viel zu lernen du noch hast. Oui, oui, gut so. Ich will, dass du sie auch trägst. Ganz auch für die nächste Fotoshooting. C'est magnifique. Oui, topieren, topieren, topieren. Du drückst sie am Blatt, topieren! Schlechte Mox, sonst kratzt dir die Augen aus. Sie wird nicht mehr, was für eine süße Schnecke. Alle werden dich lieben. Gebitte. Seemuscheln sind doch längst sowas von out. Das geht schon klar. Oh, Liebes, du schaust wunderschön aus. Kein Grund, gleich die Flosse hängen zu lassen. Och, ich wünschte, dass um mich zwei Jungs kämpfen würden. Was heißt das? Wovon redest du? Max, was hat er damit gemeint? Ma chérie, du hast genug auf die Erzen. Ich will nicht, dass du dich um irgendeinen Möchtegern Romeo sorgst. Sie hat ein Recht darauf, es zu erfahren. Das sehe ich genauso. Na ja, dein Verehrer, der Rote mit den süßen weißen Streifen. Du meinst Ben? Er trainiert mit der verrückten alten Schildkröten, damit er drei verprügeln kann, wenn er hier auftaucht. Nein. Ich hoffe, ich hab nichts Falsches gesagt. Ich mag keine Kämpfe, Liebe ist viel schöner. Eddie ist nicht böse. Eddie ist nicht böse. Ja, Halsmaul, ich bin sowas von böse, siehst du? Ich hab Halsmaul gesagt. Mann, das ist nicht böse, das ist nur unhöflich. Naja, also meine Mami hat immer gesagt, Unhöflichkeit ist die Wurzel alles Bösen. Aha, ich hab recht. Böse Fieslinge sprechen nicht über ihre Mütter. Ich habe dir gezeigt, wie deinen Gegner du verwirren und in eine Falle locken kannst. Aber um seinen scharfen Zähnen zu entkommen, du dich schneller bewegen musst und schneller reagieren als er. Schwimm die Hindernisstrecke so schnell, wie es geht. Los! Schwimm, als würde dein Leben davon abhängen. Denn das wird es. Komm schon, nicht so dran, Susi. Ich leg ein bisschen Fischöl zu. Gut, und jetzt den Mast hoch. Über das Segel! Ja. Pass auf! Ich es ihm erklären hätte müssen. Bei einem Hindernis schwimmen. Wichtig ist, den Hindernissen auszuweichen. Wenn es darum ging, mein Zuhause zu demolieren, spitze du wärst. Gleich nochmal. Aber diesmal nicht so langsam. Nicht so langsam? Los! Ben! Cordelia! Ich kann das nicht zulassen, Ben. Die Würfel sind gefallen. Ich habe mich für Troy entschieden. Liebst du ihn etwa? Er hat versprochen, das Riff und dich in Ruhe zu lassen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass er sein Versprechen hält. Was bleibt mir denn weiter übrig? Wenn du an ihn glauben kannst, warum kannst du denn nicht an mich glauben? Hast du von dem Burschen gehört, der sich mit Troy anlegen will? Als ob wir nicht schon genug Probleme mit Troy hätten. Das wird ihn nur noch wütender machen. Ganz genau. Und an wem wird er für seine Wut auslassen? An uns? Aber wenn er den Burschen erstmal gefressen hat, hat er eine dicke Wampe und wird zum Fischen zu faul sein. Da ist was dran. Nach dem Essen sollte man mindestens eine halbe Stunde nicht schwimmen. Vielleicht bekommt er einen Krampf und wir können uns alle verstecken. Ach.
großer Geist des Meeres. Hier spricht Perla. Ich weiß, es wäre eigentlich zu viel verlangt, dich zu bitten, dass Ben gewinnt. Obwohl es nicht schlecht wäre. Aber vielleicht kannst du machen, dass alle für ihn da sind, wenn die Zeit gekommen ist. Na ja, dann wäre ich dir echt was schuldig. Percy, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Ich auch. Ging es um Ben? Ja, ich habe das Gefühl, dass irgendetwas Schlimmes passieren wird. Du bist nicht böse. Ich bin böse und fies. Du bist nicht böse und nicht fies. Eddie, ich bin's dein Vater. Komm mit mir. Nee, Moment. Du bist nicht böse hier noch. Ja, jetzt hör auf mit dem depperten Blödsinn. Du machst mich noch ganz nervös, Bart. Böse Fieslinge, die werden nicht nervös. Die machen andere nervös. An dir ist nicht nur eins hier böse Fieslingsschuppe. Wir machen uns vor Angst gleich ins Schneckenhaus. Ist ja gut, aber müsst ihr so laut sein? Sixtus, ich bin ein böser Fiesling. Und jetzt holen wir uns diese Perle. Ach. Yogite, warum lebst du in diesem alten Wrack? Warum nicht mit den anderen zusammen am Riff? Mich unterweisen, du willst? Ich, nein. Gut, denn Weisheiten ich keine mehr brauche. Du glaubst, du bist schnell und vielleicht du das auch bist. Aber Troy ist es ebenso. Schon klar. Doch das Meer noch schneller ist als ihr beide. Komm mit! Wow! Das ist der westindische Strom. Komm! Warum machen das nicht alle Fische? Das ist ja der Hammer! Weil nicht die einzigen wir sind, die den Strom nutzen. Portugiesische Galeeren! Zu den giftigsten Geschöpfen des Meeres, sie gehören. Siehst du die Tentakeln? Fast durchsichtig und leicht zu übersehen. Eine Berührung und ein großer Fisch ist gelähmt. Wenn ein kleiner Fisch wie du sie berührt, ist er tot. Mausetot. Wow. Was ist passiert? Jemand ist eingebrochen und hat Mamas Perle geklaut. Das ist ein schlechtes Omen, Alter. Hör auf, Dilly, daran ist überhaupt nichts Mystisches, ehrlich mal. Also ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Man hat uns einfach nur ausgeraubt. Sowas kommt vor, selbst in den besten Gegenden. Ich muss hier, naja, noch ein bisschen aufräumen, das ist alles. Schlaft gut. Oh, das ist kein gutes Omen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Mein Paps hat ihr die Perle geschenkt. Hey, Alter, vergiss das Ganze. Ja, wir schwimmen einfach weg und suchen deinen Freund Percy. Wir schließen uns den Delfinen an. Schweinswale. Was auch immer. Tja, lieben gern, Dilly, aber ich hab was versprochen. Wem denn? Cordelia? Alter, die will nicht, dass du mit Troy kämpfst. Ja, schon, aber wenn ich mein Wort nicht halte, dann muss sie mit Troy mitgehen und... Damit kann ich nicht leben. Ben, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Du bist hundertprozentig kein Idiot. Alter, sorry, ich... Also, das war das Uncoolste, was ich jemals gemacht habe. Schon gut. Und du bist zu 99% kein Schwächling. Was ist, Captain? Was mit ihm nicht stimmt? Wahrscheinlich ist er noch nicht ganz trocken hinter den Kiemen. Zu ungeduldig er ist. Mann, das ist mir zu doof. Ich dachte, du bringst mir bei, wie man richtig kämpft. So wie du. Ich hab doch sowieso keine Chance. Hey! Nicht Flossen weg! Fass das nie wieder an, du verstanden hast? Oh, Entschuldigung. Was ist daran so schlimm? Das ist die Perle, die meiner Frau ich geschenkt habe. Das ist alles, was von ihr geblieben ist. Früher ein Herz und eine Seele wir waren. Dann das Naturschutzgebiet eingerichtet wurde und alle vergaßen, was es heißt, gejagt zu werden. Als im flachen Grund sie gefangen wurde, ich die anderen um Hilfe bat. Aber niemand gekommen ist. Alle im Riff sich versteckten, wo es sicher war. Das tut mir leid. Ich dir nie gesagt habe, dass ich dir zeige, wie man den Hai bekämpft. Denn unmöglich du gewinnen kannst. Wozu dann? Ich hab dir gesagt, ich bring dir bei, ihn zu besiegen. Aber wie? Mit deinem Gehirn. Benutzt deinen Verstand. Was ist stärker als Troy? Größer,
und schneller. Das Meer. Aber warum setzt er es dann nicht gegen mich ein? Troy ist von der dunklen Seite erfüllt. Er immer nur den Konflikt mit den Schwachen sucht, niemals mit den Starken. Ich weiß, wie ich all das einsetzen kann, um Troy aus dem Weg zu gehen. Aber wie kann ich ihn besiegen? Biete ihm an, was er will, und dann gibst du ihm etwas, das er nicht will. Der Haifischköder du bist und das Riff der Angelhaken ist. Hey, Junge! Hi, Moses. Du siehst schlapper aus als eine Qualle. Der Alte hat dich ganz schön rangenommen, was? Tja, was der anpackt, das macht er richtig. Kennst du ihn? Yogi T, ja klar, wir waren alle dicke Freunde, bevor seine, tja, das ist eine lange Geschichte. Geh lieber wieder nach Hause, Jung. Wie ich die alte Schildkröte kenne, wird das morgen noch viel schlimmer werden. Hör zu, Ben. Wenn du Yogi T siehst, dann sag ihm, dass das Moses ihm viele Grüße ausrichten lässt und dass das es mir leid tut. Heute ist mein letzter Ausbildungstag. Ach, Ben, ich sehe eine wundervolle Zukunft für dich, mein Junge. Wirklich? Das hast du dir doch ausgedacht. Hast du nicht mehr alle Geräten beisammen? Dann würde ich meine Lizenz verlieren. Das geht gegen den Wahrsagerfische-Ehrenkodex. Ich schwöre dir, ich sehe Liebe, Ehrlichkeit und Mut. Das Schicksal hat Großes mit dir vor. Das darfst du niemals vergessen. Gut, sehr gut, aber noch viel Arbeit vor uns liegt. Konzentrier dich! Was meinst du, Captain? Hm? Du musst spüren, wie das Wasser fließt, fühlen, wie der Sog dich umströmt. Sag dem Captain, ich verstehe, was er mir sagen will. Oh. Jetzt bereit du bist. Tatsächlich? Zumindest solltest du. Ich danke euch allen, dass ihr zu meinem Junggesellenabschied gekommen seid. Ich bin wohl der größte Glückshai auf der ganzen Welt. Wer hätte gedacht, dass du der Erste von uns sein wirst? Die kleine, großmäulige Krabbe kommt als Erste unter die Haube. Er hat sie zum Fressen gern. Wie mitfühlen. Ich liebe euch, Kumpels. Jetzt habe ich die heißeste Tussi vom ganzen Riff, aber was noch wichtiger ist, ich habe die besten Freunde, die ein Haifisch haben kann. Wer macht heute Abend noch mal richtig einen los? Bevor er unter die Haube kommt, wen trifft das los? Troy! Wunderschön, hä? Cordelia, was machst du denn hier? Ich bin gerne hier oben, weil mich das an dich erinnert. Jetzt kannst du dir was wünschen. Und? Was hast du dir gewünscht? Dass du bis morgen früh vernünftig wirst. Schmoddel? Der tapfere kleine Junge ist schon unterwegs. Nein! Ich muss ihn aufhalten. Nein, Cordelia, warte! Wir hätten uns längst Troy entgegenstellen sollen. Aber wir hatten zu viel Angst. Ich lass nicht zu, dass Ben sein Leben für Fischer einsetzt, die nicht den Mut haben, für sich selbst einzustehen. Oh.
Wer entscheidet über Leben und Tod? Wer spricht und erteilt Fischen Redeverbot? Troy! Wer hat keine Angst vor Anglern und so? Wer macht alle hübschen Mädels froh? Troy! Wen spült man nicht einfach runter im Klo? Troy! Na sieh mal einmal an, da kommt ja unser Fischstäbchen. Wenn du Cordelia haben willst, musst du es erst mit mir aufnehmen. Mit Vergnügen, kleines Sushi-Röllchen. Überlass den Burschen mir. Na komm, du kleiner Fischburger. Du verlängerst nur deine Todesqual. Ehrlich gesagt habe ich nicht die Absicht zu sterben. Hey, was ist denn los, Troy? Kannst du mit dem kleinen Fischburger nicht mithalten? Du bist sowas von... Oh, 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 tot! Erstmal musst du mich kriegen. Bin schon unterwegs. Ja. Oh, oh, oh. Oh, Elchgeweih, Korak. Die Dinger sind messerscharf. Feuer, Korak. Die sollte man nicht berühren. Oh, oh, jetzt wird's eng. Oh nein, nein, nein! Nein, halt dich! Was soll das? Hör auf mit dem Unsinn! Hör auf, dich wie ein Bekloppter zu drehen! Ich muss mich übergeben! Ein seekranker Hai? Jetzt wundert mich gar nichts mehr! Willkommen in der Flaschenheizhöhle! Ja! Gleich hab ich dich! Oh! Nein, nein! Im Kampf habe ich keine Chance gegen dich, aber dafür bin ich cleverer als du. Hilf mir! Hilfe! Jungs, helft mir bitte! Ich gehöre zu einer vom Aussterben bedrohten Art. Und lächeln! Gut so, Jungs! Zieh! Nein! Oh. Ja, für Sushi Ben war's das denn. Hey! Ich hasse fliegende Fische. Ha, jetzt hab ich dich. Oh, oh. Ah, schnappt ihn euch, ihr Idioten. Bei ihrem Fischfilet. Die Zeit gekommen ist für einen Tritt. Button! Was ist denn, Irokese? Du hast die Perle meiner Mutter geklaut. Gib sie zurück. Hey, nur mach hier nicht so einen Dicken, ja? Gib sie zurück. Ey, hast du einen Rad ab? Party Hopschis. Was hab ich gesagt? Nicht eine Nase in meine Loge stecken. Ich habe gewarnt. Ihr Basala mit saftiger Kneifer. Aua. Hey, Troy. Niemand außer mir macht diese Idioten zu Idioten. Verstanden? Bereit für eine große Reise, Troy? Portugiesische Galeeren. Ja, pass auf die Tentakel auf! Ben! Bleib zurück, Leute! Sei vorsichtig! Junge! Alles in Ordnung? Yogi-Tee! Du bist...
bist ein zäher Brocken, Freundchen. Ich habe mich schon gefragt, wo das Heileckerli seine Tricks gelernt hat. Tut mir leid, Paps. Du bist doch nicht so mächtig, wie alle sagen. Los, komm schon! Oh nein! Ich helf dir! Aua! Na, was hab ich gesagt? Die hassen das! Ei, Karamba! Ihr müsst von mir verschwinden! Los! Nein! Bleib, wo du bist, Tiburon! Sonst mache ich eine Bouillabaisse aus dir! Was macht ihr denn da? Wir helfen einem alten Freund. Das hätten wir schon vor langer Zeit tun sollen. Oje, me, tranquilo, zurück und los geht's. Kleiner Rückzug. Ah, ja. Wir haben eine Verabredung zum Essen. Lass noch, Großmaul. Wer sagt das? Aus dir mache ich Fischmehl. Nimm das und das und dieses auch. Ich bestehe vorwiegend aus Tran. Mein gigantisches Hinterteil enthält eine tödliche Dosis Cholesterin. Er schießt und er punktet. Autsch. Das ist mir zu schwer. Vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam, mein Schatz. Mama. Fenster zur Ballverlust, Schiedsrichter. Ich verlange einen Replay. Percy! Hey, das Netz! Ben, nicht! Tu das nicht, Alter! Das ist die einzige Möglichkeit! Ben, pass auf dich auf! Hilfe! Troy! Das geht nur dich und mich was an! Ein kleiner Knirps wie du kann sich vielleicht im Riff verstecken. Aber hier sind wir im offenen Meer. Jetzt kannst du mir nicht mehr entkommen. Ach was, na das werden wir ja sehen. Ja. Jetzt bist du dran. Was ist das? Reingelegt. Ich fress dich, und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Das kannst du knicken. Ja. Hilfe! Bitte, Jungs, helft mir! Nein! Wer hat uns lang an der Nase rumgeführt und wird jetzt als Haifischsteak mit Kartoffeln serviert? Wer hätte nie gedacht, dass er verliert und wird jetzt gebacken, gedünstet und serviert? Troy! Sehr mutig das war, was ihr gerade getan habt. Tja, weißt du, wir dachten, du und der Junge könnten etwas Hilfe hier brauchen. Für eine alte Amigo tun wir alles. Ach, Tilly, mein Baby. Ich bin ja so stolz auf dich. Mama, ich... Oh! Entschuldigung, du hast da was verloren. Oh nein, Dr. Tang, diese Perle gehört meiner fantastischen Mutter. danke sehr, Doktorchen. Danke, Yogi Tee. Nein, nicht bedanken musst du dich und ich habe da was für dich. Aber die Perle gehört dir. Vor langer, langer Zeit ich sie meiner großen Liebe gab. Wir hätten sie unserem Sohn gegeben, wenn wir einen gehabt hätten und er gewesen wäre wie du. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das wird schon. Aber ich bin nicht die Person, der du sagen das musst. Cordelia? Oh, Ben. Das geht ans Herz. Ich habe immer an dich geglaubt. Cordelia. Hey, die knutschen sich. Erli, streppisch. Was denn? Ach, los, kommt.
Ja, wir tanzen. Alle dort rein. Ab hier, die Luzi. Luja, Sorge. Die Leute sagten, Ben, das kannst du vergessen. Du kannst nicht gewinnen, er wird dich mit Flossen und Gräten fressen. Aber was die anderen sagten, war Ben einerlei. Und das ist die reine Wahrheit, denn ich war selbst dabei. Thank you.